Hallo, mein Name ist Uli Wicker und ich unterrichte an der Entlebucher Musikschule Aeschlimann Marbach den Bariton. Der Bariton ist ein Blechblasinstrument wie Kornett, Trompete, S-Horn oder Euphonium. Bei den Blechblasinstrumenten erzeugen wir den Ton mit den Lippen erzeugen durch Spannung und indem wir die Lippen zusammendrücken und nachher viel Luft durchblasen und dann gibt es einen Ton. Das Mundstück ist nachher dazu da, dass der Ton wie ein Trichter ins Instrument hineingeht und ein bisschen schöner macht. Hat ein bisschen wie ein Alphorn, nicht? Das waren nämlich Naturtöne. Alle anderen Töne die kann ich mit dem Ventil dazu drücken spielen. Bariton spielt man grundsätzlich im Stehen. Man kann aber sehr gut auch im Sitzen spielen. Das ist nachher perfekt zum Anfang für Anfänger. Man muss einfach darauf achten, dass der Abstand zwischen Oberschenkel und Lippen nachher nicht kleiner ist als 30 cm. Ich hoffe, ich konnte dein Interesse wecken. Dann sehen wir uns nämlich schon bald an der Musikschule Aeschlimann Marbach. Danke für das Interesse. Tschüss.